das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Pina Atalay. Guten Abend. Es ist doch gar nicht Freitag, mag sich der ein oder andere heute gedacht haben, weil er wegen der Klimaproteste im Stau stand. Die Bewegung, die den Verkehr ausgebremst hat, heißt Extinction Rebellion, was so viel bedeutet wie Rebellion gegen das Aussterben. Die Aktivisten wollen weitergehen als Fridays for Future. Sie rufen zum zivilen Ungehorsam auf. Über mehrere Tage, überall auf der Welt. So legten heute in der neuseeländischen Hauptstadt Wellington Demonstranten den Verkehr lahm. Die Polizei nahm 30 Personen fest. In London gab es Proteste auf Brücken und im Regierungsviertel. Dort wurden mehr als 270 Aktivisten abgeführt. Und in Amsterdam versammelten sich Umweltschützer vor dem Rijksmuseum und blockierten eine wichtige Straße. In Berlin ist jetzt nur noch der große Stern blockiert an der Siegessäule. Andreas König und Mirja Fiedler beginnen ihren Bericht 2 Kilometer weiter östlich. Rebellion auf dem Potsdamer Platz! Es ist 11:55, als so etwas wie die Auftaktkundgebung von Extinction Rebellion beginnt für die Protestwoche, in der die Klimaaktivisten Berlin lahmlegen wollen. Mittendrin ist Marit Schatzmann. Die Studentin hat sich im April der Bewegung angeschlossen, weil die Politik ihrer Meinung nach zu wenig tut gegen eine drohende Klimakatastrophe und es eben drastischeren Protest auf der Straße braucht, um die Menschen aufzurütteln. Ich habe jahrelang Bildungsworkshops gemacht, habe über Umweltthemen an Schulen mit Kindern gesprochen, habe Seminare gemacht. Es ging viel auch um individuellen Konsum und irgendwann kam bei mir so das Gefühl auf, das funktioniert so einfach nicht. Also die Welt, in die Kinder dann irgendwann reinwachsen, ist so nicht zu retten. Ein Tenor, der sich durch die Proteste von Extinction Rebellion zieht. Maximale Aufmerksamkeit ist das Ziel der noch jungen Klimabewegung, die aus Großbritannien kommt und in Deutschland erst seit dem Frühjahr aktiv ist. Ihre Mittel? Straßenblockaden, spektakuläre Aktionen und ziviler Ungehorsam. Friedlich und gewaltfrei betonen die Aktivisten. In Berlin haben sie damit bereits am frühen Morgen begonnen, pünktlich zum Start des Berufsverkehrs rund um die Siegessäule, einen der bekanntesten Knotenpunkte der Stadt. Und für die Berliner auf dem Weg zur Arbeit ein Vorgeschmack darauf, was sie in dieser Woche erwartet. Grundsätzlich gutes Anliegen, aber es ist natürlich schwierig für Menschen, die mit dem Auto arbeiten, also so wie ich. Das ist eine Frechheit aus meiner Sicht. Absolute Frechheit. Ich sag mal, das ist ganz normaler Berufsverkehr und so weiter. Wenn das am Wochenende passiert, habe ich da kein Problem mit. Also es tut uns natürlich leid als Bewegung, dass Menschen in ihren Tagesabläufen behindert werden. Es ist allerdings so, dass wir uns einer existenziellen Krise gegenübersehen. Und damit meine ich nicht nur den Klimazusammenbruch, sondern auch die Zerstörung unserer Ökosysteme. So soll die Regierung endlich den Klimanotstand ausrufen. Diese zentrale Forderung der Protestierenden unterstützt auch Marit Schatzmann. Sie harrt den ganzen Tag auf dem Potsdamer Platz aus und will sich auch den Rest der Woche an den kommenden Aktionen beteiligen. Wenn man ein Kind austrägt, wie ich im 4. Monat, dann denkt man ganz anders über die Zukunft nach. Und Schritte von 30 Jahren in der Zukunft sind plötzlich sehr relevant. Denn ich trage die Verantwortung für dieses Leben, was neu in die Welt kommt. Die Polizei ließ die Klimaaktivisten den ganzen Tag gewähren. Erst am Abend begannen die Beamten so langsam damit, den Potsdamer Platz zumindest teilweise zu räumen. Aufmerksamkeit haben die Protestierenden so erreicht, aber von Berlin lahmlegen konnte heute nicht die Rede sein. In Deutschland haben sich viele Umweltschützer auch empört, weil sie der Regierung vorwerfen, das eigene Klimapaket nur noch als schwachen Abklatsch in den Bundestag zu bringen. Der Gesetzentwurf sei verwässert, war heute oft zu hören und zu lesen. Vor allem die Kontrolle der Klimaziele in den einzelnen Ministerien würde aufgeweicht. Aber die Regierung beharrt darauf. Ihr Klimapaket ist heute nicht schwächer als vor 2,5 Wochen, als sie es geschnürt hat. Angela Merkel sagt, die Kontrolle ist fest im Klimaschutzgesetz verankert. Christian Feld berichtet. Die Kanzlerin eröffnet in Sinsheim die Klima-Arena, eine Ausstellung zum Lernen und Mitmachen. Als Merkel ihre Zusage für diesen Termin gab, konnte sie noch nicht ahnen, wie in diesen Tagen über Klimaschutz und die Pläne der Regierung diskutiert werden würde. Nur ist eine sehr große Nervosität im Augenblick gerade in der Diskussion. Für Unruhe sorgt dieses Dokument, der aktuelle Entwurf des Klimaschutzgesetzes, das Gesetz, das CO2-Obergrenzen für Bereiche wie Verkehr, Gebäude oder Landwirtschaft festlegt, für jedes einzelne Jahr bis 2030.
Doch wird das auch scharf kontrolliert, wie von der Regierung versprochen, zum Beispiel im Verkehrsbereich. Eigentlich wollte Umweltministerin Schulze eine externe Expertenkommission einsetzen, die nicht nur einen Jahresbericht erstellt, sondern auch konkrete Vorschläge beim Nicht-Einhalten macht. Doch der ursprüngliche Plan der Ministerin überlebte die Verhandlungen der GroKo zum Klimapaket nicht. Seitdem, erst in den Eckpunkten, jetzt im Gesetzentwurf, hat die Kommission eine andere Rolle. Wenn die Expertenkommission die Daten validiert hat und Zielverfehlungen für einen Sektor festgestellt hat, ist das zuständige Ministerium für diesen Sektor verpflichtet, binnen 3 Monaten ein Sofortprogramm vorzulegen. Der Grünen-Chef unzufrieden mit dem Gesetzentwurf. Die Bundesregierung hätte ihren Eckpunktetext vom September verschärfen müssen, so Habeck. Das hat sie genau nicht getan, sondern sie hat ihn eher weicher formuliert. Die Verbindlichkeit ist rausgegangen. Die Nichteinhaltung von Maßnahmen wird nicht sanktioniert, ist im Grunde folgenlos. Die Kritiker vermissen im Gesetzentwurf auch ein CO2-Ziel für 2040. Die Regierung schwäche ihre eigenen Pläne ab, lautet der Vorwurf. Ob sich der Vergleich allerdings auf die Eckpunkte vom September bezieht oder auf monatealte Pläne, wird heute nicht immer klar. Zurück in die Klimaarena in Sinsheim. Die Kanzlerin reagiert auf die Kritiker. Ein zu weicher Kontrollmechanismus? Diese Überwachung wird glasklar in dem Klimaschutzgesetz verankert sein. Und ansonsten werde ich nicht zulassen, dass wir das verabschieden. Noch wird am Klimaschutzgesetz gearbeitet. Egal, ob es am Mittwoch ins Kabinett kommt oder erst in der Woche danach. Die Diskussion um das Klimapaket der Regierung wird nervös bleiben. Seit mehr als 8 Jahren herrschen in Syrien Gewalt, Tod und Vertreibung. Jetzt droht der Krieg, der ohnehin viele Fronten hat, weiter zu eskalieren. Die Türkei steht kurz davor, in einen weiteren Teil Syriens einzumarschieren. In diesem Gebiet haben heute kurdische Milizen das Sagen, die dem türkischen Präsidenten schon lange ein Dorn im Auge sind. Ihr Gebiet erstreckt sich bis in den Osten Syriens. Erdogan will jetzt direkt an der Grenze eine sogenannte Sicherheitszone schaffen für Millionen syrischer Flüchtlinge. Knapp 500 Kilometer lang und bis zu 30 Kilometer tief. Dafür müssten die Kurden weichen. Die USA haben bislang gemeinsam mit den kurdischen Milizen gekämpft gegen den sogenannten Islamischen Staat. Trotz Kritik, auch aus den eigenen Reihen, zieht Präsident Trump seine Soldaten aus dem Gebiet ab und macht Erdogans Truppe den Weg frei. Daniel Hechler. Ein Abzug als Dolchstoß. So sehen es viele in Ras El Ain und anderen Städten Nordsyriens. Sie fühlen sich von den USA verraten. Gemeinsam haben sie die Terrormiliz IS besiegt. Nun bleiben sie sich selbst überlassen. Ihre Heimat aber wollen sie nicht kampflos aufgeben. Unsere Botschaft lautet, die Arbeit geht weiter. Unsere Mission ist nicht erfüllt. Wir hoffen, dass die Türkei das sieht und von ihren Drohungen ablässt. Die Realität spricht eine andere Sprache. Der Truppenaufmarsch läuft auf Hochtouren seit dem Wochenende. Türkische Panzer und Artilleriegeschütze auf dem Weg an den Grenzort Akçaçal. Unsere Entscheidung bringt Stabilität. Wir bekämpfen Terrorgruppen, die unsere Grenze bedrohen. Wie ich schon einmal gesagt habe, kann es jederzeit losgehen. Auf kurdischer Seite erwarten sie den Angriff schon lange. Ein Grenzposten von Tal Abayad vor einigen Monaten. Im Visier der Feind gegenüber. Die beschauliche Kleinstadt durfte es als erstes treffen. 2015 noch stand sie unter Kontrolle des IS. Nach heftigen Gefechten haben die Kurden die Terrormiliz vertrieben. Seither herrscht hier Ruhe. Die Ruhe vor dem Sturm. Die Menschen rechnen mit dem Schlimmsten. Flucht aber sei keine Option, erzählt uns eine Lokalreporterin. Die Menschen hier wollen nicht weichen. Wir wollen Widerstand leisten. Selbst wenn es wieder Luftangriffe gibt, selbst wenn sie wieder Massaker verüben, Frauen und Kinder töten, wie schon in Afrin. Die Geschichte wiederholt sich. Im Januar 2018 bombardieren türkische Streitkräfte Afrin. Erdogan will die Provinz östlich des Euphrats in wenigen Tagen einnehmen. Es werden 2 Monate. Mehr als 200 Zivilisten sterben, Tausende fliehen. Heute ist Afrin eine Art türkische Kolonie.
Ähnliches droht auch in Tal Abayad, befürchtet Mahmoud Darwish. Die Kliniken aber seien nur notdürftig ausgestattet, erzählt uns der Arzt. Es ist gut möglich, dass Kliniken getroffen werden. Erdogan kümmert es nicht, ob es eine Schule, eine Klinik oder ein Wohnhaus ist. Er lässt willkürlich bombardieren. Wir bereiten uns vor, so gut es geht. Wut, Trotz und der feste Wille, sich nicht kleinkriegen zu lassen. Auch wenn sie die Welt im Stich lässt. So fühlen heute viele Kurden in Nordsyrien. In Berlin begrüße ich den Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik und Experten für den Mittleren Osten, Volker Perthes. Guten Abend, Herr Perthes. Guten Abend. Experte nicht unbedingt, aber ich kenne mich ein bisschen aus. Was bedeutet es denn, wenn die Türken eine Offensive im Norden Syrien starten würden? Nun, es bedeutet zunächst einmal, dass wir die Frontlinie zwischen türkischen Truppen und Truppen der sogenannten kurdisch geführten syrisch-demokratischen Kräfte um 20 bis 30 Kilometer nach Süden verlegt haben werden. Es muss nicht unbedingt zu großen Gefechten kommen, weil ein großer Teil dieser syrisch-demokratischen Kräfte sich bereits zurückgezogen hat und weil sie auch nicht die Kraft haben, sich eine offene Feldschlacht mit der türkischen Armee zu leisten. Die USA wollen sich jetzt aus Syrien zurückziehen. Welche Rolle wollen Sie denn in der Region dann noch spielen? Nun, die USA wollen sich, seitdem Präsident Trump an der Macht ist, aus Konflikten zurückziehen, deengagieren oder ihr Engagement reduzieren, wo ihr eigenes Interesse nicht überragend ist. Und Präsident Trump hat ja schon vor einem Jahr einmal versucht, die amerikanische Truppenpräsenz in Syrien zu beenden. Da ist er auf Widerstand in der eigenen Administration und bei seinen Verbündeten gestoßen. Jetzt wird er zumindest einen taktischen Rückzug machen aus Gebieten, wo die Türkei ganz eindeutig ein immenses Interesse hat, Sicherheit mit türkischen Charakteristika, wenn Sie so wollen, zu produzieren. Ja, Sie haben gerade die Kurden angesprochen. Was bedeutet es für die Kurden, die ja bislang das Gebiet im Nordosten Syriens unter Kontrolle haben und eben dann angegriffen würden? Die Kurden haben das größte Gebiet im Nordosten unter Kontrolle. Sie werden einen Teil davon aufgeben. Ich nehme einmal an, ohne allzu große Kämpfe, weil sie auch ihre eigenen Kräfte schonen wollen. Es wird aber Bevölkerungsbewegungen geben, Fluchtbewegungen, um sehr konkret zu sein. Und die kurdischen Politiker in Syrien sind kluge und erfahrene Operateure, die jetzt vermutlich sich stärker auf die Regierung in Damaskus und in Richtung Moskau orientieren werden. Was würde das bedeuten? Nun, das bedeutet, dass der Westen oder insbesondere die USA, die ja hier engagiert sind, einen Alliierten im Mittleren Osten verlieren. Das bedeutet auch, dass es letztlich der syrischen Regierung und ihren russischen Alliierten überlassen wird, was unter Umständen mit westlichen IS, also Islamischer Staat-Häftlingen in kurdischen Gefängnissen im Nordosten Syriens geschieht. Ja, es sind ja tatsächlich tausende IS-Terroristen als Gefangene in dem Gebiet. Was würde mit denen passieren? Nun, ich denke nicht, dass die kurdischen Autoritäten diese Gefangenen unmittelbar freilassen werden. Aber sie sagen, sie haben das jetzt auch schon angedeutet, dass sie eigentlich, wenn sie von den USA im Stich gelassen werden, wenn sie eine neue Frontlinie aufbauen müssen und diese Front gegen die Türkei halten wollen, dass sie dann eigentlich nicht mehr die Kräfte haben, um diese ganzen Gefangenen zu bewachen. Und das ist ein Signal, dass man nicht mehr so genau darauf achten wird, was mit denen geschieht. Und das kann natürlich heißen, dass eine ganze Reihe auch europäischer IS-Häftlinge im Nordosten Syriens plötzlich freigelassen werden oder sich selbst befreien und möglicherweise auch die nach wie vor ja existierenden Zellen des sogenannten Islamischen Staates in Syrien und im Irak wieder verstärken werden. Also größere Terrorgefahr. Herr Perthes, der türkische Präsident spricht von einer Schutzzone für Flüchtlinge. Kann man überhaupt von Schutz sprechen? Wären die Menschen dort wirklich sicher? Naja, die Flüchtlinge sind jetzt, die syrischen Flüchtlinge in der Türkei, das sind sehr viele, 3,5 Millionen, vielleicht 4 Millionen, die sind jetzt in der Türkei ziemlich sicher. Wenn Sie diese Flüchtlinge, die eben nicht aus dem Nordosten Syriens überwiegend kommen, sondern aus anderen Teilen des Landes, wenn Sie die in den Nordosten Syriens bringen und da zwischen anderen Bevölkerungsgruppen überwiegend kurdischer Abstammung ansiedeln, dann schaffen sie sich vielleicht einen Schutz der türkischen Südgrenze durch befreundete Bevölkerungsgruppen, aber sie schützen nicht die Flüchtlinge, sondern sie schaffen neues Konfliktpotenzial in Nordsyrien. Danke, Volker Perthes von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Sehr gern. Das Gespräch habe ich am Abend geführt.
Syrien, die Türkei und die Krise vor unserer Haustür. Dazu jetzt der Kommentar von Ute Brucker vom Südwestrundfunk. Dass jeder Krieg mit einer Lüge beginnt, dieses Zitat ist zwar abgedroschen, aber leider immer noch wahr. Und sollte es zur Invasion kommen, also wenn Amerikas oberster Twitterer nicht doch noch mal Einhalt gebietet, dann stimmt das Sprichwort doppelt und dreifach. Eine Sicherheitszone will Präsident Erdogan auf syrischem Boden errichten. So kann man einen militärischen Einmarsch auf fremdes Staatsgebiet natürlich nennen. Völkerrechtsbruch ist aber das richtige Wort. Oder auch rücksichtslose Durchsetzung eigener Machtinteressen. Denn es gibt keine nachweisbare militärische Bedrohung der Türkei, die von den syrischen Kurden ausgeht. Sie sind Erdogan aber schon lange ein Dorn im Auge und sollen durch die geplante Invasion vertrieben werden. Ethnische Säuberung ist das eine Ziel. Denn nur durch Vertreibung der Kurden könnte Erdogan, wie geplant, 1 Million syrischer Flüchtlinge dort ansiedeln. Zweites Ziel dieser Aktion. Brüssel und Berlin protestieren, aber nicht besonders laut, denn mit dem Thema Flüchtlinge hat Erdogan uns in der Hand. Verlierer auf der ganzen Linie die Kurden, die im gemeinsamen Kampf mit den USA gegen den Islamischen Staat viele Menschenleben verloren und nun sehr zu Unrecht fallen gelassen werden. Innenpolitisch wollen Trump und Erdogan profitieren, doch ob ihr Kalkül aufgeht, steht auf einem anderen Blatt. Was, wenn IS-Kämpfer aus der kurdischen Haft wieder nach Europa durchsickern? Was, wenn die Kurden sich nicht kampflos vertreiben lassen, sondern im Zweifelsfall lieber den syrischen Machthaber und damit auch die russische Schutzmacht zu Hilfe rufen? Fragen, auf die Trump mit seinem neuesten brachialen Tweet antwortet. Er droht, die Türkei wirtschaftlich zu zerstören, sollte sie nicht in seinem Sinne handeln. Wahnsinn, möchte man das Ganze am liebsten abtun, wenn es nicht so ernst wäre und wenn die Wahrheit heißt, dass wieder mal Leid, Zerstörung und der Tod von Menschen droht. Ute Brucker kommentierte. Es braucht keinen Knigge, um zu wissen, dass Worte wie Stück Scheiße und Dreckschwein beleidigend sind und es sich nicht gehört, jemanden so zu bezeichnen. Die Grünen-Politikerin Renate Künast muss noch härtere verbale Ausbrüche ertragen, seit Jahren, auch Drohungen. Das Landgericht Berlin hat allerdings letzten Monat entschieden, dass die Meinungsfreiheit auch so eine Wortwahl schützt. Die Abgeordnete Künast ist kein Einzelfall. Die verbalen Angriffe, vor allem gegen Frauen, sind inzwischen völlig hemmungslos. 9 von 10 Politikerinnen im Bundestag erleben digitale Gewalt und eine Justiz, die sie davon nicht schützt. Anna Tillack berichtet. Hallo München! Sie feiert Erfolge mit den Grünen in Bayern. Doch im Landtagswahlkampf wird sie vom Hass überrollt. Eine Kampagne rechter Aktivisten soll Katharina Schulze mundtot machen. Auch du, Negerliebhaberin, hast es nun auf unsere Abschussliste geschafft. Deine Fratze findet sich nun ebenfalls auf unserer Todesliste. Und so weiter und so fort. Und es endet mit Sieg, Heil und Heil Hitler. Dass Schulze kein Einzelfall ist, zeigt eine Umfrage des ARD-Politmagazins Report München unter allen weiblichen Abgeordneten des Bundestags. 77 Antworten quer durch alle Parteien. Das Ergebnis? 87% von ihnen wurden bereits Opfer von Hass im Netz. Ein Großteil wird regelmäßig bedroht. Besonders häufig trifft es Frauen aus dem linken Parteispektrum. Dass Frauen digitale Gewalt anders abbekommen als Männer, merkt Katharina Schulze, als sie mit einem Kollegen in einen Shitstorm gerät. Er hat auch wirklich krassen Hass abbekommen, aber ich würde es mal sagen, manchmal eher so ein bisschen allgemeinerer Art, so ihr Grüne und ihr wird alle aufgehängt und all das. Und bei mir war es super viel sexualisiert, auf mich bezogen, auf mein Aussehen. Er hatte nichts über sein Aussehen. Laut unserer Umfrage bekommen 57% der befragten weiblichen Abgeordneten regelmäßig sexistische Drohungen. Das will ich will das aber irgendwie nicht vorlesen. Das können Sie vielleicht einfach einblenden, oder? Und mittlerweile schreiben dir das Leute mit einem Facebook-Profil. Wenn du da draufklickst, siehst du irgendwie den Familienvater mit irgendwie 2 lächelnden Kindern beim 3. Profilbild. Und du denkst dir so, krass, wenn deine Töchter wüssten, was du mir gerade geschrieben hast, geht's noch. Sie ist durch den Hass krank geworden. Herzbeschwerden, Albträume. Anke Domscheit-Berg. Immer wieder hat sie Anzeige erstattet. Bisher landete noch kein Fall vor Gericht. Ein Verfahren läuft jetzt seit 3 Jahren. Ich höre einfach gar nichts mehr davon. Ich weiß auch nicht, was dabei rauskommt. Das war der Fall, wo man mir gewünscht hat, Nigger mögen mich totficken.
und wo man mir erklärt hat, ich sei unwertes Leben, mich braucht niemand und meine Familie soll man gleich mittöten. Mein Glauben an eine effektive Justiz habe ich schon ein bisschen verloren. Auch im Bundestag erstatteten 38% der befragten weiblichen Abgeordneten Anzeigen. Bei einem Großteil von ihnen wurden die Verfahren allerdings eingestellt. Häufig mit dem Verweis auf Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit ist ein ganz hohes Gut, aber sie muss irgendwo enden, nämlich da, wo Beleidigungen stattfinden und wo eine organisierte Meute bestimmte Gruppen von Menschen aus dem politischen Diskurs ausschließt, indem sie sie zum Schweigen bringen. Ihr Vorwurf? Hate Speech werde von der Justiz nicht ernst genug genommen. Und die Stimmung kippt. Im Deutschen Bundestag haben bereits 11% der befragten Frauen Zweifel, ob sie ihren Beruf unter diesen Umständen weiter ausüben wollen. Und Report München berichtet morgen Abend hier im Ersten über digitale Gewalt gegen Politikerinnen um 21.45 Uhr. Wir schauen nach Portugal, wo Premierminister Costa die Parlamentswahl klar gewonnen hat mit seinen Sozialisten. Mehr dazu und weitere Kurznachrichten mit Jan Hofer. Die Sozialisten legten zu und kamen auf knapp 37% der Stimmen. Die Konservativen hingegen mussten Verluste hinnehmen und landeten bei etwa 28%. Costa ist jedoch weiterhin auf Partner angewiesen. Bislang führte er eine von Linksaußenparteien tolerierte Minderheitsregierung. Im Kosovo zeichnet sich ein Machtwechsel ab. Nach der Parlamentswahl kann der Chef der linksnationalistischen Partei Selbstbestimmung, Kurti, mit dem Auftrag zur Regierungsbildung rechnen. Möglicher Koalitionspartner ist die moderat-konservative Demokratische Liga des Kosovo. Das nur 2 Jahre amtierende Regierungsbündnis aus Parteien, die aus der Rebellenmiliz UCK hervorgegangen waren, ist damit abgewählt. Die Einkommen in Deutschland klaffen immer weiter auseinander. Das ergab eine Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Während es der Mitte der Gesellschaft weiterhin gut gehe, öffne sich die Schere an den Rändern immer weiter. Am unteren Ende müssten immer mehr Menschen von Niedriglöhnen leben. Am oberen Ende profitierten immer mehr von Kapitalerträgen und Unternehmensgewinnen. Es läuft nicht richtig rund bei der deutschen Industrie. Heute wurden neue Zahlen zum Auftragseingang im August vorgelegt und die sind schlechter als erwartet. Mehr dazu von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse. Die deutsche Industrie befindet sich bereits in der Rezession. Sie steckt in der Auftragsflaute fest. So massiv wie seit der Wiedervereinigung nicht. Im August sanken die Industrieaufträge erneut um 6,6% im Vergleich zum Vorjahresmonat. Noch stärker als erwartet. Seit 6 Quartalen geht das nun schon so. Damit sich das Blatt wendet, müssten sich die verfahrenen politischen Konflikte lösen, die die Wirtschaft in Mitleidenschaft ziehen. Allen voran der Brexit und der Handelsstreit. Der Konsum in Deutschland aber läuft nach wie vor rund, weil der Arbeitsmarkt robust bleibt, die Löhne steigen. Niedrige Zinsen, die Kredite günstig machen, unterstützen zudem weiterhin die Lage am Bau. Die Gefahr, dass die Misere in der Industrie auf die Arbeitnehmer und Verbraucher überspringt, aber ist real. Der Nobelpreis für Medizin geht in diesem Jahr an die US-Amerikaner William Kalin und Greg Semenza sowie den Briten Peter Radcliffe. Die Forscher haben entdeckt, wie Zellen den Sauerstoffgehalt in ihrer Umgebung wahrnehmen und sich daran anpassen. Unser Körper braucht Sauerstoff, aber er hat nicht immer gleich viel davon zur Verfügung. Zum Beispiel, weil die Luft in großen Höhen dünn wird. Und auch beim Sport verbrauchen die Muskeln Sauerstoff. Darauf muss der Körper reagieren. Der Atem und die Herzfrequenz werden zum Beispiel schneller und langfristig produziert der Körper mehr Blutzellen. Diese Anpassungen sind überlebenswichtig für Menschen und alle anderen Tiere. Die diesjährigen Nobelpreisträger für Physiologie oder Medizin kommen aus den USA und Großbritannien. Sie haben erforscht, wie der Körper das Sauerstofflevel misst und darauf reagiert. Eine Schlüsselfunktion spielt dabei das Protein HIF. Wenn Sauerstoff in der Zelle vorhanden ist, bindet er sich an das HIF-Protein. Verschiedene Faktoren sorgen dafür, dass HIF dann direkt wieder abgebaut wird. Wenn es nur wenig Sauerstoff in der Zelle gibt, wird HIF vor dem Abbau geschützt. Es gelangt in den Zellkern und sorgt dafür, dass bestimmte Gene abgelesen werden und der Körper sich an den Sauerstoffmangel anpasst. Bei vielen Krankheiten spielt dieses System eine wichtige Rolle, zum Beispiel bei verschiedenen Krebsarten. Auch für die Behandlung von beispielsweise Infektionen oder Schlaganfällen ist die heute ausgezeichnete Forschung von großer Bedeutung. Jack Nicholson hat ihn verkörpert vor 30 Jahren. Heath Ledger kurz vor seinem Tod im Jahr 2008.
Und jetzt stellt Joaquin Phoenix ihn sogar ins Zentrum der Geschichte von Gotham City. Den wahrscheinlich wahnsinnigsten Bösewicht der Comicliteratur. Den Joker, den düsteren Gegenspieler von Batman. Das Schrecklichste an ihm ist dieses ewige Grinsen, dessen Herkunft das Kino in den letzten Jahrzehnten immer ein bisschen anders erklärt hat. Wie überhaupt die Herkunft des Jokers nie ganz geklärt wurde. Das holt der aktuelle Film nach. Es ist ein neuer Versuch zu ergründen, wie das Böse in die Welt kommt. Gabriele Dunkel. Eigentlich will Arthur Fleck nur Freude und Lachen in die Welt bringen. Könnten Sie mal aufhören, meinen Sohn zu belästigen? Tut mir leid. Lachen ist seine Bestimmung, doch nichts gelingt Fleck. Als Clown schlägt er sich durchs Leben und träumt vom Erfolg als Stand-up-Comedian. Doch in Gotham City, der 1980er Jahre einer skrupellosen Stadt voller Spaltung zwischen Arm und Reich, ist kein Platz für einen psychisch labilen Sonderling, geplagt von krampfartigen Lachanfällen. Verprügelt und verhöhnt scheint der Witz immer auf seine Kosten zu gehen. Seht euch den an! Als ich ein kleiner Junge war und den Leuten erzählt habe, dass ich später mal Comedian werde, haben mich alle ausgelacht. Tja, und jetzt lacht keiner mehr! Das kannst du laut sagen, Kumpel! Todd Phillips Joker ist die Geschichte, wie oder besser warum der notorische Gegenspieler Batmans zum Bösewicht wird. Die Fallstudie eines Mannes, den das Leben immer wieder niederstreckt. Das heute ist unsere letzte Sitzung. Sie hören nie zu, oder? Sie stellen mir jede Woche dieselben Fragen. Wie läuft's im Job? Haben Sie irgendwelche negativen Gedanken? Ich habe ausschließlich negative Gedanken. Irgendwann wendet sich das Blatt. Wie in einer zufälligen Kettenreaktion verwandelt sich Fleck zum Joker. Er wird zum anonymen Helden, gefeiert von einer aufbrausenden Gesellschaft, die maskiert als Clowns gegen das Establishment in Gotham City kämpft. Und Fleck kommt seinem Traum vom Ruhm immer näher. Eine kleine Sache noch. Ja. Wenn Sie mich ankündigen, können Sie mich als Joker vorstellen? Macht also Empathielosigkeit empathielos? Ist das Böse im Joker menschengemacht und Produkt eines herzlosen Systems? Hinter all den hysterischen Lachanfällen, der Maske, hinter der sich Joker verbirgt, steckt eine Menge Gesellschaftskritik à la Hollywood, wie eine Blaupause für den Aufruf zur Revolution. Antworten muss sich der Zuschauer aber selber geben. Und der Film Joker läuft am Donnerstag in unseren Kinos an. Und jetzt zum liebevollen Lächeln auf der Mattscheibe, Sven Plöger. Wie wird's Wetter? Hupsa, jetzt wurde gleich ein ganzer Lacher draus. Ja, wie wird's Wetter? Das ist mal eine klare Frage. Und in den nächsten Tagen ganz schön wechselhaft. Wir werden immer wieder Regen bekommen. Es ist eher, naja, nicht gerade herbstlich kühl. Die Temperaturen heute zum Beispiel in München bei 10 Grad werden wieder ein bisschen steigen. Aber dann Richtung Wochenende. Das war jetzt ein bisschen die Vorbereitung, der Spannungsaufbau, um das da zu zeigen. Der 15-Tage-Trend für München. Heute, wie gesagt, 10 Grad, morgen schon mal 17, dann noch mal ein kleines Runtergehen. Und dann sehen Sie hier Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch. Danach geht es dann langsam wieder runter. Haben wir Temperaturen um die 20 Grad oder auch tatsächlich noch mal ein bisschen drüber. Da kommt dann noch ein bisschen goldener Oktober, vor allen Dingen in die Südhälfte Deutschlands. Wir haben im Moment die Situation, dass ein Tief zwischen Island und den britischen Inseln liegt. Und hier sieht man die Frontensysteme. Das bringt im Moment gemäßigte Luft aus Westen zu uns. Sie sehen aber hier diese grüne Farbe im Osten Europa. Die wird ein bisschen verdrängt. Wir halten jetzt die gelbliche. Und das bedeutet, die Temperaturen gehen wieder ein bisschen hoch, so auf 10 bis 15, teilweise 16, 17 Grad. Und wie gesagt, dann Richtung Wochenende höhere Werte, weil nämlich sich hier ein Hochdruckgebiet über dem italienischen Raum aufbaut und das gibt dann eine südwestliche Strömung und damit kommt die Wärmeluft zu uns. Wir gucken in den unmittelbaren Ablauf. Da ist es so, dass in der kommenden Nacht von Westen der Regen langsam kommt. Das ist dieses erste Frontensystem, eine Warmfront, im Grunde genommen eine Mischfront, eine sogenannte Okklusionsfront mit Warmfrontcharakter, um es meteorologisch genau auszudrücken. Im Süden ist noch alles ruhig, dort gibt es örtliche Nebelfelder. Temperaturen morgen früh steigen wieder an. Im Moment haben wir teilweise in der Niederlausitz Werte um 0 Grad. Das geht dann rauf bis plus 7, im Westen bis plus 13, der morgige Vormittag. Da ist das Regengebiet vom Saarland bis zur Ostsee reichend. Nachmittags liegt es über der Mitte Deutschlands, nördlich und südlich davon freundlicher. Dort dann bis 19, sonst
10 bis 15 Grad Südwestwind, teilweise frisch. Und die Aussichten zeigen ein wechselhaftes Geschehen mit Schauern oder auch sogar kurzen Gewittern. Aber eben dann in Richtung Wochenende wieder die T-Shirts raus, Bina. Danke, Sven. Und das war's von uns. In der Story im Ersten sehen Sie jetzt, welche Konsequenzen der Blutplasmahandel hat. Deutschland ist ein großer Abnehmer. Bluthandel, Dollar gegen Gesundheit, also jetzt im Anschluss. Das Nachtmagazin bringt Sie um 0:15 Uhr auf den Nachrichtenstand und wir sind morgen Abend wieder für Sie da. Tschüss.